Willkommen zurück zu Mensch, ärgere dich nicht mit Sensalon. Natürlich ist es nicht Mensch, ärgere dich nicht. Es sieht nur verboten, diabolisch, heftiger aus. So die Hardcore ab 18 Version, nur ohne, ihr wisst schon, nur mit Brutalität. 18. Leben und Tod in dieser Hölle betreffend, spinnen wir das Netz der Umstände hier. Falls du wirklich voranschreiten möchtest, empfehlen wir dir, dein anderes Ich zur empfohlenen Tür zu geleiten. Und jetzt entscheiden wir dein Schicksal. Schlage uns oder dein Fortschritt endet hier. Okay. Eine 2. Gelb. Oh, Gelb bringt mich weiter. Das finde ich ja toll. Machen wir mal so. Vielleicht kriege ich so mehr raus. So viel dazu. Was gibt's bei Blau Schönes? Darf ich meine aussuchen? Nicht auf alle kaputt haben. Das sage ich nicht neu. Dankeschön. Und nochmal. Eine 5. Das ist ja doch mal was Schönes. Nochmal auf Blau. Oh, oh, oh. Einfangen, einfangen, einfangen. Ja. Noch relativ unspektakulär das Ganze. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob ich irgendwie einen Nachteil an diesem Spiel hätte. Ein rotes Feld. Oh. Jetzt wird's interessant. Bist du gerade der Einzige, der mich hier... Oh nein, natürlich nicht. Der kommt jetzt gerade zum Angriff über. Nein, doch nicht. Der ist nur um mich rumgeflogen, wie so ein Irrer. So. War jetzt auch keine sonderlich große Herausforderung. Bin mal gespannt, was jetzt rauskommt. Eine 3. Blaue Felder gefallen mir. Wieder Kisten. Okay. Ja, fangen wir einfach mal an. 1, 2, 3, 4. So kann es immer weiterlaufen. So gefällt mir das. Und los geht's. Papa braucht ein neues Paar Schuhe. 3. Wieder auf Gelb. Ich komme dem Ziel immer näher. So gefällt mir das. Eine 6. Darf ich dann nochmal würfeln? Ja, da sind wir Gott sei Dank relativ glimpflich davon gekommen. Da oben ist eine Kaufstatue, die lasse ich aber auch noch in Ruhe. Von da komme ich, glaube ich. Wo geht's jetzt weiter? Da. Was haben wir denn hier? Aufbewahrungszimmer.
So, you've come just as I'd expected. Huh. Who the hell are you? I am Arnulf. Working in secrecy, very few are privy to my existence. Funny, to figure an order official out for a stroll in a hellhole kind of place like this. Hellhole? Watch your words! Just this foul mouth desire to hurt that was proved true. As were the new ones concerning your demise. Don't you think that's a little harsh? Killing me because of the way I talk? This is all Kratos doing. It was Kratos who ordered you to follow Dante. It was Kratos who brought you here. Dante? You mean the man that killed his holiness? What the hell's going on here? I don't have to answer to you, for you are already as good as dead. I beg to differ. Das ist ja ein ziemlicher Lumpen. Ja. Die sind ja ganz schön scharf. Au. Na. Mach die einfach mal so kaputt. Die fliegen ganz schön scharf, die Dinger. Oh Mann. Zack. Zack. Du kommst auch mal hierher. Du kommst auch hierher. Ziemlich viel HP verloren. Das sind ganz schön bissig, die Dinger. Komm zu Papa. Oh Mann. Ich muss echt aufpassen. Jetzt habe ich gerade mehr HP gekriegt wieder, aber. So. So langsam läuft's. Und zu dir. Du bleibst hier und fliegst auch hin. Du machst auch einen Abflug. Ich werde hier wohl zum Messerwerfer. Talking, jackass. Answer my question. What the hell's going on here? How profound. It's magnificent. Okay, did you even hear me? If you want answers, then I shall give them to you. It has only been a few years since I began this research. Could we isolate and bind demonic power. It could enable us to conquer the world. And that is the wish of His Holiness. What a crock. And you may as well ditch the efforts, pal, because His Holiness is dead. Ah, but His Holiness has been reborn as an angel. An angel. An
soon. Soon, so shall I. See, but just a small fraction of my research has yielded. Look how beautiful this white armor stands. You have no idea the hardship to make just one armor come to life. I had to capture and control countless demons to harness their souls. Summoning them alone was almost an insurmountable task. Summoning? So it was you who made the gate. Yes, yes, the Hell Gate. I created it merely as a reference and substitution for the real gate. But after utilizing an extremely powerful devil's arm, it proved sufficient. What the hell are you talking about? You should rest. Soon, you shall be my next subject of experimentation, so that I can learn a little something from you. And that arm. Never. Take him out. I should get back to headquarters.
If what Ogner said is true, Kratos must have known something. Yamato, ein Schwert von enormer Zauberkraft, das Nero neue Kräfte verleiht. So eine kleine Side-Info. Yamato war das Schwert von Virgil, dem Bruder von Dante, der in Devil May Cry 3 vorkommt. Deshalb wollte ich ja ursprünglich auch Devil May Cry 3 zuerst spielen. Aber leider Gottes funktioniert das nicht ganz so aktuell, wie ich mir gedacht habe. Aber ich werde alles tun, das nachzuholen. Aber zurück zu den aktuellen Geschehnissen. Wir haben neue Kräfte. Erstmal hier gucken, was ich da alles noch aufsammeln kann. Nero würde sogar das Exil ertragen, nur um sie beschützen zu können. Welch heldenhafte Ideale. Selbst wenn er zum Dämon wird. Solange er nur sie beschützen kann. Wie heroisch. Höchst heroisch. Ah, wir sind wieder bei den Wasserfällen. Ich werde hier mal eben draufklopfen. Ja, die Folge war leider Gottes etwas cutscene-lastig, aber trotzdem essentiell wichtig für die Geschichte, für die Story. Wofür wir leben, wofür wir spielen. Leider Gottes wird nicht so richtig erklärt, wo Nero eigentlich seinen Arm wirklich her hat. Eigentlich nur, dass er sich eines Tages einmal verwandelt hat. Ich habe mal gelesen, wenn es denn stimmt, das hat wohl auch mit Virgil zu tun. Da komme ich nicht ran. Schade, das wäre so ein Stein gewesen. Engelserschaffung. Ich werde noch dieses Level auf alle Fälle fertig zocken. Dadurch, dass wir einfach mal ziemlich viel Cutscene-Zeugs heute hatten. Wäre es unfair, euch einfach so in das Ende der Folge zu entlassen. Wie gesagt, wir haben neue Kräfte erlangt. Vielleicht zeige ich die gleich auch nochmal. Nämlich die Devil Trigger. Kostet natürlich auch Devil Trigger Energie, wenn man so will. Aber hat trotzdem einiges an Power drauf. Hier werden also die Engel gemacht. Das ist vermutlich dämonische Energie. Ich bin jetzt kein Experte wie Agnes. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, die werden dann in so eine Rüstung extrahiert. Gut, das habe ich mir fast gedacht. Je mehr Aktionen ich mit meinem Arm ausführe, desto schneller füllt sich die Devil Trigger Anzeige wieder auf. Für generelle Attacken sogar. Und tschüss.
Noch nicht. Jetzt aber. Wir springen wo runter? Ne, da kam ich her, dann müssen wir da runter. Hüpp. Och, die wollen echt nicht, dass ich hier weiterkomme, habe ich das Gefühl. Jungs, guckt auf die Uhr. Oh. Hättest du gedacht, ne? Geh mal zu deinen Brüdern. Spiel mit denen. Okay. Dann kriegt er jetzt meine Macht zu spüren. Gut, etwas durstig noch. Ich brauche ein bisschen Energie. Ach man, ich wollte sein Schild durchbrechen. Und tschüss. Mach einen Abflug. Steht hier, Engel, Abflug. Naja. Bin ich immer noch nicht durch. So eine fette Überlänge wollte ich jetzt auch nicht reindrücken. Also wie wir vorhin aus der Cutscene auch entnommen haben, begeben wir uns jetzt wieder zurück auf den Weg ins Hauptquartier. Wir wollen ja Credo und alle wohl zur Rede stellen. Und das darf nicht warten. Jetzt müssen wir erstmal zu einem Wasserfall da hoch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Gott, wo war der nochmal? War das hier? Nee, hier war die Statue. Moment, ich glaube, ich muss da wieder hoch. Kann das sein? Hier geht's lang. Zentraler Innenhof sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, von da aus konnte man zum Wasserfall hinkommen. Oh, die schon wieder. Ja, der lernt's wohl auch nicht, oder? Ja, das soll ich aufmachen. Verstecken ist nicht. Guten Tag. Du machst auch noch einen Flugschein. Und tschüss, Mann. Ja, das habe ich wohl durchlassen. Ja, da sind wir wieder bei den Wasserfällen. So gefällt mir das. Ich hoffe mal, er weiß, wie es zurückgeht. Ich weiß es nämlich nicht. Ich bin ja nicht der Fremdenführer. Ziemlich viel ist jetzt passiert. Gerade passiert. Müssen wir erstmal verdauen. Es gibt keinen Weg zurück. Wir müssen weiter. Eingang des Waldes.
Das schlägt aber schnell um von Winter Wonderland zu Tropic Thunder oder wie? What the hell is this? Must be the effect of the gate. Sorry, kid. This is gonna have to wait. How much could he really know? Mission erfüllt! Sehr schön. Da gehen wir beim nächsten Mal, werden wir uns mal ein paar Talente kaufen. Jetzt haben wir schon einen schönen Batzen zusammen. Wir werden hier speichern. Wir werden uns dann einfach mal beim nächsten Mal sehen, hätte ich gesagt. Ich bin Sensalon, das ist Devil May Cry 4. Das ist Wahnsinn, das ist toll. Das ist dschungelmäßig hammertoll, super. Ey, mir fällt gerade kein Wort mehr ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.